Schönen guten Abend, Herr Doktor. Guten Abend, Herr Hofer. Jetzt sind wir hier ganz allein. Sollen wir die Wünsche erfüllen, der Experten, oder nicht? Ich bin dafür, Experten zu beachten, aber nicht allzu ernst zu nehmen. Als allererstes möchte ich die ATV-Zuseherinnen und Zuseher begrüßen. Wir sind hier in einem puritanischen Ambiente, würde ich sagen, Herr Hofer und ich. Es ist eine sehr ungewohnte Situation, nur ein Tisch und wir zwei auf uns allein gestellt. Aber ich bin sicher, wir werden die wichtigsten Dinge besprechen, die ein Bundespräsident zu tun hat. Die Vertretung nach außen, das Repräsentieren der Republik, das Amtsverständnis nach innen. Richtig, richtig. Ich darf mich diesem Gruß anschließen, darf versprechen, dass wir uns sehr gut benehmen werden. Und ich finde es auch toll, weil wir hier so miteinander reden können, wie man das immer tut. Es hat ja geheißen, na, ein völlig neues Format. Naja, im alltäglichen Leben haben wir auch keinen Moderator dabei. Und daher, ja, können wir uns über Themen unterhalten. Haben Sie schon einen Plan, Herr Doktor, über welches Thema Sie zuerst sprechen wollen? Mhm. Bitte, dann darf ich Ihnen hier das Vorschlagsrecht lassen. Hätte ich. Wir sehen ja, dass diese Bundespräsidentenwahl ein enormes Interesse erweckt. Mhm. Und ich glaube, mehr Interesse als jede Bundespräsidentenwahl davor, seit 1945. Mhm. Und das hat schon seine guten Gründe. Ich glaube, dass es eine Richtungsentscheidung ist, wohin Österreich will und was die Rolle des Bundespräsidenten ausmacht. Und ich glaube, es ist eine Richtungsentscheidung zwischen einem kooperativen Stil des Bundespräsidenten und einem autoritären Stil des Bundespräsidenten. Wenn ich das kurz erläutern darf, meine Position ist, der Bundespräsident soll die Zusammenarbeit und den Zusammenhalt im Land fördern. Er soll die Kooperation auch innerhalb der Bundesregierung, der Regierungspartner nach Möglichkeit, wenn man so will, unterstützen, dabei mithelfen, vielleicht auch im Kontakt mit Wirtschaftsforschern, Unternehmensvorständen, Gewerkschaftern. Alles das, was dazu beiträgt, eine alte Tugend dieses Landes zu verstärken, die Zusammenarbeit. Sie hingegen, Herr Kollege Hofer, Sie hingegen verfolgen einen Kurs, der bisher noch von niemandem eingeschlagen worden ist. Sie haben mehrfach angekündigt, die Bundesregierung zu entlassen, wenn sie nicht spurt. Ich verkürze das jetzt. Heute, wie ich über unser Gespräch nachgedacht habe, ich habe mir gedacht, aber der Herr Hofer hat vielleicht die Verfassung doch nicht ganz genau studiert. Denn in der Bundesverfassung steht, dass der Bundespräsident in aller Regel, von wenigen Ausnahmen abgesehen, auf Vorschlag der Bundesregierung agiert, handelt. Natürlich nicht bei irgendwelchen Vorträgen auf der Universität oder dergleichen, aber wenn er offiziell handelt. Sie hingegen haben gesagt, mehrfach, und wir sind uns ja schon öfter begegnet, in diesen 5 Monaten, Sie haben gesagt, Sie würden der Bundesregierung gewisse Forderungen mitgeben, sei es, Sie haben genannt, Bildungspolitik, glaube ich, oder die Spitäler oder andere Dinge. Das ist jetzt nicht so wichtig im Augenblick, um was es da inhaltlich geht. Und wenn die Regierung nicht und nicht danach handelt, würden Sie sie entlassen. Das ist aber eine Umkehrung der Rolle des Bundespräsidenten, so wie wir es bisher gekannt haben. Das würde ja heißen, die Bundesregierung handelt auf Anordnung des Bundespräsidenten. Es ist aber genau umgekehrt. Der Bundespräsident hat auf Vorschläge der Bundesregierung zu achten. Wenn Sie diesen Stil tatsächlich, falls Sie gewählt werden sollten, was ich naturgemäß nicht hoffe, falls Sie tatsächlich diesen Stil einschlagen sollten, sind wir am Weg in eine autoritäre Republik. Das muss Ihnen klar sein. Wenn ich darauf antworten darf, ich habe den Eindruck gewonnen in diesem Wahlkampf, dass genau das passiert, was eigentlich die Grünen immer anprangern, nämlich diese Angstmache. Ja? Also wenn Hofer gewinnt, dann geht das Land unter und es wird alles ganz wichtig. Ich habe Ihnen nur genau zugehört. Wissen Sie, ein Bundespräsident hat Verantwortung für Österreich und da gibt es eine Gelöbnisformel, die der Präsident ja auch abzuliefern hat. Er sagt nämlich vor der Bundesversammlung, ich gelobe, dass ich die Verfassung und alle Gesetze der Republik getreulich beobachten und meine Pflicht nach bestem Wissen und Gewissen erfüllen werde. Ich werde dann auch sagen, so wahr mir Gott helfe. Das heißt, der Präsident ist jemand, der wirklich auch auf das Land aufpasst.
Und ich möchte jetzt noch einmal anführen, was uns beide jetzt unterscheidet. Ich habe gesagt, dass ich die Regierung entlasse, wenn die Regierung Gesetze bricht, Verfassung bricht oder immer wieder Maßnahmen setzt, die dem Land schaden. Dass dann, um Schaden abzuwenden vom Land, der letzte Schritt, Ultima Ratio sein könnte, die Regierung zu entlassen. Sie haben gesagt in einem Interview, und Sie haben das begründet damit, dass die FPÖ eine Linie in europapolitischen Fragen vertritt, die Sie nicht wollen, dass wenn die FPÖ stärkste Kraft wird, in diesem Interview war sogar die hypothetische Frage, sogar wenn sie die absolute Mehrheit erhält, also mehr als 50% der Stimmen bekommt, dass Sie dann sich vorstellen können, gleich nach Wahlen wieder das Parlament aufzulösen und neu wählen zu lassen. Da sage ich, Finger weg vom Parlament. Das sind die gewählten Mandatare, die dort ihrer Arbeit nachkommen. Mhm. Autorität haben Sie angesprochen. Ich habe in diesem Wahlkampf erlebt, dass meine Plakate zerstört worden sind. Ich habe erst erlebt, vor einer, wie ich gekommen bin, dass, als wir reingekommen sind, meine Frau, meine Tochter und ich, dass von ihren Wahlhelfern Buh, Buh und Pfui geschrien worden ist. Ich habe den Eindruck, dass wir beide eigentlich ganz vernünftig miteinander reden können. Dass aber teilweise Menschen, die sich für uns einsetzen, glauben, daraus eine Glaubensfrage machen zu müssen. Und ich möchte auch die Österreicher bitten, ich habe das auch erlebt auf einem Marktstand letzte Woche, dass dort die Meinungen so auseinandergehen, dass die Menschen wirklich zu streiten beginnen, weil der eine Hofer wählt und der andere Van der Bellen. Und ich kann nur sagen, wir sind alle Österreicher. Das ist völlig sinnlos. Und es ist in Ordnung, wenn jemand politisch eine andere Meinung vertritt. Das soll auch akzentuiert sein, das kann auch mit Feuer im Herzen sein, aber das ist kein Grund zu streiten. Die Demokratie lebt von der Vielfalt der Meinungen. Und daher sage ich auch, es wird bei uns in Österreich immer eine Vielfalt von politischen Farben geben. Wir haben jetzt einen Präsidenten, der kommt aus der SPÖ, ist rot, einen Bundeskanzler, rot, eine erste Präsidentin des Nationalrates, rot. Deswegen sind wir aber keine rote Republik. Es gibt die verschiedenen Farben in den Landesregierungen, bei den Landeshauptleuten, im Bundesrat, im Parlament, bei den Bürgermeistern. Und das ändert sich im Laufe der Zeit. Und wenn man Präsident ist, muss man ja überparteilich sein und für alle da sein. Jetzt auf einmal, Herr Hofer. Jetzt auf einmal. Ja, Sie waren ja derjenige, der gesagt hat, er ist überparteilich, obwohl Sie von den Grünen unterstützt werden. Ja, ja. Und haben den Wahlkampf mit einer Unwahrheit begonnen, das muss ich auch sagen. Das sind mehrere Punkte jetzt. Ja? Wenn Sie die Regierung entlassen, weil sie nicht spurt, das heißt, Spuren habe ich nicht gesagt, das ist ein Vokabel, das Sie verwenden. Weil sie Ihre Vorschläge nicht befolgt. Ich halte das für ein autoritäres Amtsverständnis. Das nächste ist, wenn Sie die Regierung entlassen, ändern sich ja die Mehrheiten im Parlament nicht. Der nächste Schritt kann daher nur sein, dass Sie eine Regierung nach eigenem Gutdünken bestellen, das ist Ihr Recht nach der Bundesverfassung, die nichts anderes zu tun hat, als Neuwahlen auszuschreiben. Und genau das, da bin ich ja nicht allein mit dieser Meinung, genau das ist ja ein Szenario, was nahe liegt. Jetzt sind die Umfragewerte der FPÖ gut. Andererseits haben wir eine Bundesregierung, die sich gerade neu formiert. Ich begrüße das. Es besteht wirklich jetzt eine neue Chance, sich am Riemen zu reißen und eine gute Politik für Österreich zu machen, insbesondere was die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit betrifft. Aber Ihnen als stellvertretenden FPÖ-Chef kann das gar nicht recht sein. Sie müssen ja befürchten, dass die Umfragewerte der FPÖ fallen, falls die Bundesregierung sich jetzt da fangt, auf gut Deutsch, und gute Arbeit macht. Dann hätten Sie ja ein Interesse, das zu verhindern. Und genau das ist ja das Szenario. Entlassung der Bundesregierung, Bestellung einer neuen Bundesregierung nach Ihrem Gutdünken, Neuwahlen in der Hoffnung, die FPÖ gewinnt. Das nenne ich ein autoritäres Staatsverständnis. Und was die jetzige Situation betrifft, Herr Hofer, der jetzige Bundespräsident kommt aus den Reihen der SPÖ, ja. Aber Sie sind nicht Heinz Fischer. Entschuldigung, wenn ich das so sage. Heinz Fischer hatte immer ein anderes Amtsverständnis von dieser Präsidentschaft. Und Heinz Fischer hat das 12 Jahre lang bewiesen. Ein letzter Punkt vielleicht noch in dem Zusammenhang. Zerstörte Plakate. Ja, das finde ich auch alles andere als gut. Niemand
soll die Plakate des jeweils anderen stören, zerstören, beschädigen, was auch immer, auf allen Seiten. In jedem Wahlkampf gibt es das, das wissen wir. Ja, aber nur bei unseren Plakaten. Die grünen Plakate sind nicht beschädigt. Ich habe meine eigenen mit Schmierereien gesehen, auf einem ist Jud draufgestanden. Also ich habe keines gesehen. Sie haben halt keines gesehen, aber ich habe es gesehen. Ich kann Ihnen Fotos zuschicken, wenn Sie das wollen. Bitte. Aber lassen wir das. Wir wollen das beide nicht. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Sie mit diesem Amtsverständnis eine Tradition in Österreich brechen, die eine gute ist. Sie können jetzt sagen, ich bin da zu konservativ. Aber ich glaube, wir brauchen kein neues Amtsverständnis des Bundespräsidenten, so wie Sie das auf Ihren Plakaten offen sagen. Ein neues Amtsverständnis. Sie sagen, das Recht geht vom Volke aus. Ja, das ist Artikel 1 der Bundesverfassung, genau. Das weiß ja jeder. Aber Sie meinen... Ja, was ist falsch daran? Ich habe mir auch überlegt, was kann Herr Hofer damit meinen, weil es ist ja klar, das ist Artikel 1 der Bundesverfassung. Mhm. So. Das Recht geht ja vom Volke aus. In der Regel sozusagen vermittelt durch die Abgeordneten im Parlament. In seltenen Fällen durch eine Volksabstimmung ergänzt. Mhm. Das ist die Situation. Wenn Sie jetzt ein neues Amtsverständnis wollen, und Sie haben ja gesagt, dass Sie Volksabstimmungen nach Ihrem Belieben festsetzen wollen. Das kann der Präsident ja gar nicht, der kann ja keine Volksabstimmung festsetzen. Das da habe ich mir auch gedacht, aber so haben Sie es formuliert. Warum sagen Sie das dann? So haben Sie es formuliert. Sie haben es vielleicht etwas raffinierter formuliert. Naja, so bin ich. Nämlich, dass Sie einem Gesetz, das der Nationalrat beschließt, nicht zustimmen, es sei denn, erfolgt eine Volksabstimmung. Ein Staatsvertrag, da geht es um TTIP. Und zwar TTIP deswegen. TTIP brauchen weil Sie das dort, nicht. Das ist ein Staatsvertrag und bei TTIP sage ich, da müssen die Menschen entscheiden. Das sind wir bei TTIP, wo Sie ja sehr oft die Meinung gewechselt haben. Genauso wie Sie sagen, Sie sind konservativ, das amüsiert mich. Ja. Sie haben die KPÖ gewählt, das ist nicht sehr konservativ. Ich bin konservativ, was das Amtsverständnis des Bundespräsidenten. Ja. Sie haben KPÖ gewählt, da war ich 20. Also nicht sehr konservativ. Mhm. Dann waren Sie Mitglied Jahre der SPÖ. Ja. Ja. Dann haben Sie den Mitgliedsbeitrag nicht bezahlt, das ist eine Schande. Weil nämlich die kleinen Funktionäre der SPÖ brav den Beitrag bezahlen, Sie haben ihn nicht bezahlt, wurde aus der Partei ausgeschlossen. Ja. So. Dann waren Sie ein Grüner, waren sogar Parteiobmann der Grünen. Was heißt waren? Ich bin ein Grüner nach wie vor. Aber ich werde meine Parteimitgliedschaft selbstverständlich umstellen, so wie dann ich hoffe, sagen Sie, auch. Wenn Sie Präsident werden, wird Ihre Frau Ihren Beruf weiter ausüben als Geschäftsführer des Grünen Clubs. Ja. Das ist auch ein interessantes Amtsverständnis. Ha. Und dann das kommt für mich jetzt die Frage, ja, ich weiß, Sie wollen nicht, dass meine Frau die Altenpflegerin ist, sagt, sie wird mich unterstützen auf diesem Weg. Ja. Ich bin froh, dass meine Frau Verena mich hier unterstützen wird. Bin ihr wirklich sehr dankbar dafür. Die, als sie reingekommen ist, dass ich anhören musste, Pfui von ihren Anhängern. So, das Recht geht vom Volke aus. Damit meine ich auch in dem Zusammenhang, dass sie sich die Österreicher nicht gefallen lassen müssen. Ja, dass ein Herr Juncker und andere aus dem Ausland auch uns vorschreiben wollen, wen wir zu wählen haben. Also bitte, aber eine diese Meinung Wahl, dürfen die schon ja, haben, ja, aber oder? Sie sagen den Österreichern sehr genau, wie sie abstimmen sollen. Die Befehle aus Brüssel. Befehle? Ja, die Befehle aus Brüssel. Das sehen Sie als Befehle. Dr. Wendt, haben ich habe Sie, so Befehl lange Befehl reden, ich hab Sie so lange reden ja, lassen. Ja, eh. So lange. Aber das bitte, ist absurd. Bitte, ich habe Sie das so lange absurd. Reden lassen. Na, bitte. Okay. Also, genau uns zu sagen, wie wir Österreicher wählen sollen. Das ist die eine Sache. Und ich meine damit auch vor allem den Weg der direkten Demokratie. Ich glaube, dass Österreich durchaus sich auf einen Weg begeben kann, wie auch in der Schweiz, dass die Menschen viel mehr auch abstimmen können über sachpolitische Inhalte. Weil dann auch das Interesse an den politischen Inhalten immer größer werden wird. Und es werfen Sie mir vor, ein autoritäres Verständnis, wenn ich sage, die Menschen sollen mehr eingebunden werden, die Menschen sollen mehr mitbestimmen können. Ja, und das stimmt. Ich bin nicht Heinz Fischer. Das bin ich nicht. Und ich will auch nicht Heinz Fischer sein, weil jeder Mensch anders ist, weil jeder sein eigenes Amtsverständnis hat und sein Amt anders ausübt. Aber eines kann ich Ihnen sagen, ich werde dieses Amt mit großem Verantwortungsgefühl ausüben. Und ich weiß genau, dass in dieser wichtigen Funktion für Österreich jede Entscheidung ganz, ganz wichtig ist. Und bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie eher so
ein Lebensverlängerer des Systems sein wollen. Ich habe mir Ihre Unterstützungsliste angeschaut. Das sind also drei ehemalige ÖVP-Leute, ja, ÖVP-Obleute sogar, die einfach nur bekannt geworden sind, weil sie Wahlen verloren haben und dann vom System aufgefangen worden sind. Und genau dieses System fühlt sich unwohl, wenn jetzt jemand kommt und von den Menschen gewählt wird und sagt, das System ist mir nicht wichtig, mir sind die Menschen wichtig. Das ist der große Unterschied. Und damit darf ich das Wort wieder an Sie weitergeben, Herr Doktor. Mhm. Ganz kurz zum letzten Punkt. Es ist schon so eine Art Aufruhr, würde ich einmal sagen, so im übertragenen Sinn im Gange, diese große Unzufriedenheit mit der, mit der Amtsführung der bisherigen Bundesregierung. Da haben Sie schon einen Punkt. Nur darf das doch nicht dazu führen, dass wir alles über den Haufen werfen und alle Tugenden vergessen, die Österreich in der Vergangenheit groß, stark, erfolgreich gemacht haben. Und das war, und ich scheue mich nicht, hier der SPÖ, der ÖVP, den Gewerkschaften, den Arbeitgeberverbänden, allen möglichen zivilen Organisationen und schlicht den Menschen, die das alles gehandhabt haben, den letzten 70 Jahren meinen Respekt auszusprechen. Ich sehe auch, die Zeiten ändern sich. Die großen Parteien verlieren an Bedeutung, es werden neue entstehen, aber das ändert doch nichts daran, dass ein wesentlicher Baustein der Erfolge, nicht zuletzt der wirtschaftlichen Erfolge, des zunehmenden Wohlstands der letzten 70 Jahre dieser Zusammenarbeit zu verdanken ist. Und wenn Sie das verdammen als konservativ oder ich als Scherge sozusagen des alten Systems, dann ist das Ihre Sache. Aber meine Überzeugung ist eine andere und ich bin überzeugt, dass Millionen Österreicherinnen und Österreicher das genauso sehen. Eine kleine Frage zu Herrn Juncker. Mhm. Der Herr Juncker, Kommissionspräsident, scheint gesagt zu haben, dass er mich als Bundespräsidenten lieber sähe als Sie. Das als Befehl aus Brüssel zu interpretieren, ist einfach, das hat er schon anders ist formuliert. Ist einfach absurd. Ist einfach absurd. Ja. Er hat einen Recht auf seine Meinung und er wird schon einen Grund haben für seine Meinung. Und der Hauptgrund wird sein, die historisch seit 20, 30 Jahren belegte europafeindliche Haltung der FPÖ. Ja? Nur, wenn Sie mir jetzt vorhalten, dass ein ehrenwerter Mann wie Jean-Claude Juncker, der in seinem Leben doch gewisse Leistungen erbracht hat, würde ich sagen. Ja, welche? Ah, das in Luxemburg, nicht. Was hat er da das gemacht? Sie nicht. Oder Regierungschefs Ohrfeigen ist eine Leistung? Jahrzehntelang Ministerpräsident von Luxemburg. Ja, mit Riesenskandalen, ja, Steuerskandal und so weiter. Die Firmen mussten keine Steuern zahlen. Zur Belohnung dessen ist er Kommissionspräsident. Ja, interessant, oder? Ist schon interessant. Lächerlich. Ja? Ist wirklich interessant. Wirklich lächerlich. Ja? Aber umgekehrt, lassen wir stehen, es stört Sie, dass Politiker in Europa gesagt haben, sie würden es befürworten, wenn ich Präsident wäre. Es kommt darauf an, welche Politiker. Und nicht Sie. Und welche Politiker sagen das von Ihnen im europäischen Raum? Wer hat Ihnen gratuliert zum Sieg am 24. April? Mhm. Wer war das? Welche Ministerpräsidenten waren das? Außer Herrn Orbán vielleicht? Schauen Sie mal. Das war Le Pen. Das ist jemand, der Sie unterstützt. Ich habe Sie was gefragt, Herr Hofer. Ihr seid ja so aggressiv. Ich habe Sie was gefragt. Beruhigen Sie sich. Ja? Das ist jemand, Trick. Das ist jemand, wenn Sie eine Sie Frage nicht beantworten wollen, dann sagen Sie, regen Sie sich nicht auf. Schauen Sie, der Repa Nassar. Nein, ich schaue da gar nicht hin. Sie sollen meine Frage beantworten. Da ist er, der Repa Nassar, ja. Auch einer Ihrer Unterstützer neben Juncker und so weiter. Ja. Wissen Sie, was der sagt? Ein berühmter Rapper. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Ich weiß, er mag Sie. Wissen Sie, was er über Österreich sagt? Und Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Und Sie wollen Wissen Sie, es gibt einen großen Unterschied zwischen Ihnen und mir. Sie wollen das einfach. Wenn Sie mich ausreden lassen, dann sage ich Ihnen was. Meine Frage war, welche europäische Politiker von Rang befürwortet Ihre Kandidatur und dass Sie Präsident würden? Welcher? Herr Dr. van der Bellen. Le Pen? Ich werde gewählt. Wilders? Darf ich jetzt reden, oder? Ja, jetzt gerne. Ich kann Sie gerne reden lassen. Ja. Von wem werden wir gewählt? Von Juncker? Von Schulz? Ja, oder vom ARD? Ich frage Sie nach Ihrem Ansehen in Europa. Darf ich weiterreden? Ja, gerne. Wissen Sie, ich habe in meiner Funktion als dritter Präsident des Nationalrates ganz, ganz viele Kontakte auch zu Botschaftern, zu Menschen aus der ganzen Welt. Mhm. Freundschaftlich, gut. Ja. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, wie das bei Ihnen sein wird, wenn Sie Präsident sind. Ist das nur die
die Linke hat Volet in Europa? Sind das Leute, die vielleicht in 3 oder 4 Jahren gar nicht benannt sind? Oder sind das Leute wie eben der Rapper Nassar? Der sagt, er unterstützt, er ist ein großer Fan von Van der Bellen. Und über die Österreicher sagt er, guckt mal, was in Österreich jetzt gerade passiert, über die Flüchtlinge. Sie sagen, er ist ein großer Rapper. Guckt euch die Welt an, was ist in Europa los? Und er sagt dann weiter über die Österreicher, was ist los? Was ist los mit euch? Ihr, ich kann es gar nicht, ich will es. Er sagt dann, ihr scheiß Fotzen, auf Deutsch. Ja? Das sind die Menschen, die Sie unterstützen und die Leute, die draußen stehen vom Haus und meine Frau und mein Kind mit Pfui, dann irgendwie niederschreien oder die Leute, die meine Plakate zerstören oder die Leute, die mir auf Twitter ausrichten lassen, ich bin ein Krüppel und ein Behinderter. Wissen Sie, da habe ich nichts gehört von einer Entschuldigung oder von einem, von Ihnen will ich das sowieso nicht. Ja? Aber da frage ich mich, wo sind dann die großen Moralapostel in Österreich? Ja, die sagen, boah, das kann man mit einem Menschen aber überhaupt nicht machen. Sie reden miteinander, habe ich gedacht. Ja, aber Sie reden auch über irgendjemanden. Nein, ja? Ich habe Sie was gefragt. Den Rapper Nassar kennen Sie nicht? Nein. Sie kennen den Nassar nicht? Wir haben ein Foto gemeinsam gemacht, aber es ist nicht meine Musikart. Sie haben gesagt, es ist ein toller Rapper. Ja, da, noch vor einer Minute. Ja, das ist er ja wohl. Also kennen Sie ihn doch. Ja. Und Sie haben ein Foto gemeinsam gemacht und unterstützt Sie. So, und das sind die Leute. Oder, ja. Auch interessant. Sie haben meine Frage, Ihre Unterstützer. Wie lange sind Sie jetzt schon da? Ich brauche keine Leute aus Europa, die sagen, ich sollte helfen. Nein, ich brauche die Menschen in Österreich. Wenn Sie wollen, dass die Europäer wahlberechtigt werden. Österreichs, das Sie verkörpern wollen. Darf ich noch kurz was sagen? Sie haben mal gesagt, wir sind eine Ausländerpartei. Na und? Sie bestätigen das. Sie schielen immer nur aufs Ausland. Ach was. Werden Sie denn als Präsident auf Österreich schauen oder aufs Ausland? Aber. Oder Ihre, jetzt kommen wieder die Postings. Genau. Oder Ihre Unterstützer. Da haben wir einen Gentechnikbefürworter, einen Befürworter von TTIP, der Herr Faymann ist auch dabei, was der befürwortet, weiß ich nicht. Und eine Dame, Rauch Kaller, die sagt, die Grünen sind nicht regierungsfähig. Es ist Ihnen entgangen, dass Frau Rauch-Kaller mit meiner Kandidatur jetzt unterstützt. Ja. Und hat vorher gesagt, sie sind nicht regierungsfähig. Und es geht nicht da liegen um die grüne immer noch Hunderttausende Grippeschutzmasken. Wovon reden Sie eigentlich? Also diese Bewegung. Die Grünen sind in 5 von 9 Landesregierungen. Diese Bewegung ist nicht. Wovon reden Sie? Herr Dr. Van der Bellen. Darf ich jetzt auch einmal? Ich weiß nicht. Ja, aber mit dem Vogel zu zeigen. Also mit dem Vogel zu zeigen oder so zu wischen, das ist wirklich unwürdig. Okay. Darf ich? Ein bisschen weniger aggressiv. Ein bisschen weniger aggressiv. Der Nachplappern ist auch interessant. Das können Sie auch gut. Gut, wir halten fest. Also bitte. Wir halten fest. Aber ruhig bleiben. Kein europäischer Politiker von Rang unterstützt Ihre Kandidatur. Aha. Erstens. Zweitens. Das ist Ihnen völlig wurscht. Das werden wir sehen. Zweitens. Das ist Ihnen völlig wurscht. Mhm. Ja? Das werden wir sehen. Das war jetzt das Ergebnis dieses längeren Ausbruchs. Dann haben Sie mir jede Menge Dinge vorgehalten von Menschen, die ich vom Sehen her kennen Sie nicht. Kenne oder auch nicht kenne. Aber ich habe hier etwas, und das ist Ihnen ja nicht neu, von jemandem, den Sie sehr gut kennen, denn er ist stellvertretender... Ich kenne das schon, ja, das haben Sie mir schon alles vorgelesen. Aber bitte noch einmal. Aber die ATV-Zuseher haben es vielleicht noch nicht... Na, da werde ich Ihnen dann auch was erzählen. Ja, ja dann nämlich der grüne Bundesrat, der zu mir sagt, behindert sein alleine ist zu wenig. Ich bin dran, haben Sie das vergessen? Sie müssen nicht so nervös sein. Ich bin dran. Sie singen können Sie auch. Okay. So, wir haben einen Vizebürgermeister der FPÖ aus einem Ort in Niederösterreich. Mhm. Ja? Was schreibt der? Was postet der? Und es ist seit ungefähr 14 Tagen im Netz, bis vor einer halben Stunde. Mhm. Ich möchte gern wissen, ob Sie da irgendwelche Sanktionen ergreifen, Parteiausschlussverfahren. Und Sie gegen den grünen Bundesrat? Jetzt darf ich Ihnen was vorlesen, was der postet. Mhm. Jede Stimme für VDP ist die Stimme eines Gehirnamputierten. Mhm. Mhm. Nicht ganz 1 Million Wählerinnen und Wähler in Österreich, Ergebnis vom April, sind gehirnamputiert, nach Meinung dieses Vizebürgermeisters der FPÖ. Dann schreibt er, sorry, dieser Ausdruck, aber schön langsam reicht's. Und dann in Blogschrift, ausweisen, 5 Rufezeichen. Nur sämtliche Willkommensklatscher gleich mit ich glaube, hunderte Postings von Vizebürgermeistern. Von einem grünen Bundesrat,
der mich ich wegen meiner... Ich rede davon. Ich rede von einem grünen Bundesrat. Ja, von einem grünen Bundesrat. Ich gebe es Ihnen gerne mit. Was tun Sie dagegen? Was tun Sie gegen den grünen Bundesrat, der sagt, behindert sein alleine ist zu wenig? Also da können wir uns wechselseitig alles Mögliche vorlesen. Okay. Das ist lächerlich. Das ist wirklich keineswegs lächerlich. Ja. Hier geht es um die Ausweisung von Österreichern. Bei mir geht es um einen behinderten Menschen, der von einem grünen Bundesrat vom Kardinal abwärts, wird. Von Kardinal Schönborn abwärts sollen alle sogenannten, ja abwertend, willkommensklatschig genannt, ausgewiesen werden. Sie wollen es Österreicher. Nicht hören. Ja. Das ist eine behinderte ganz neue Menschen. Ein ganz behinderte neuer Menschen. Ton in der Politik. Behinderte Menschen ist genau das Gleiche. Also da können wir uns, das bringt nichts. Sie sind wirklich, für den verantwortlich. Herr Doktor, ja, und Sie sind nicht für ganz fremde Leute. Also Sie sind für den grünen Bundesrat nicht verantwortlich. Sie sind nicht für den grünen Bundesrat verantwortlich. Ah, nein. Ich bin ein einfaches Parteimitglied. Sie sind stellvertretender Parteichef. Und Sie sind auch kein grüner Kandidat. Sie sind stellvertretender Parteichef. Ich distanziere mich gerne von allem, was da Unsägliches passiert. Sie sind auch für Klawischnik verantwortlich. Nein. Sie sagt, Österreich ist ein Schurkenstaat. Von Ihnen möchte ich wissen, eigentlich möchte ich es nicht mehr wissen. Es ist klar, Sie wollen dagegen nichts unternehmen. Sie sind also implizit einverstanden, dass alle Menschen, die Flüchtlingen geholfen haben, können wir nicht ernsthaft diskutieren. Sei es mit Essen, sei es mit Kleidung. Können wir nicht ernsthaft diskutieren. Diese Willkommensklatscher sollen alle ausgewiesen werden. Herr Dr. van der Bellen, wie viele Menschen sind das? Es sind Ihre Leute. Ich sage es noch einmal. Wie viele Menschen sind das? Ich sage es noch einmal. Eine Million oder mehr? Herr Dr. van der Bellen. Es sind Ihre Leute, die meine Plakatständer zerstören. Es ist Woher Ihr grüner Bundesrat. Meine werden es nicht sein. Ja, wir haben auch welche fotografiert. Ja, es ist Ihr grüner Bundesrat. Zeig's doch. Es ist Ihr grüner Bundesrat, der Gehen's dieses Posting getan hat. Ja, ich werde es Ihnen geben. Es hat überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns auf diesem Niveau, da, ich weiß nicht. Auf diesem Niveau? Das hat echt keinen Sinn. Ja, ja? Schaut, das stimmt. Das gleicht sich doch aus. Es gibt so viele Postings, es gibt so viele... Wenn Sie Bundespräsident wären und einer Ihrer Parteifreunde sagt, ich alle diese Kraster, diese Flüchtlingshelfer, diese Willkommensklatscher sollen ausgewiesen werden, was Herr tun Sie Herr Dr. van der Bellen, bitte. Was tun Sie Ich habe meine Kandidatur nicht mit einer Lüge begonnen wie Sie. Ach, indem man jetzt sagt, bin ich ein Lügner, das ist klar. Soll ich war das eine Lüge? Sie das können mich gerne klagen. Sie haben gesagt, Sie sind ein unabhängiger Kandidat. Ja? Sie sind mir nicht wert, aber es ist eine Lüge. Klagbar. Denn Sie sind nicht unabhängig. Sie schon. Ich habe nicht gesagt. Ich habe klar gesagt, das haben Sie mir zu Beginn vorgeworfen der Sendung, dass ich ja ein Freiheitlicher bin. Nein, das habe ich Ihnen nicht vorgeworfen. Der Vizeparteiabmann. Ich habe Ihnen vorgeworfen. Bitte, von der Bellen, lassen Sie mich doch auch einmal. Beistrich reden. Das freiheitliche Schauen Sie, da reden Sie mit der Flasche, weil die redet nicht zurück. Das ist sicher spannender. Schauen Sie her. Da. Mich würde interessieren, was unsere jeweiligen Redezeiten sind. Da bin ich mir nämlich gar nicht sicher. Sie sprechen immer langsamer, Sie werden mehr Redezeit haben. Sie sind eher im Ton langsamer und werden sicherlich schon länger gesprochen haben. Das spricht für einen Bundespräsidenten. Der überlegt sich vorher was und dann spricht er. Dass ich im Ton oder im Gesprächstempo etwas langsamer bin als Sie, finde ich einen Vorteil. Ja, aber man kann trotzdem, Sie haben über die Redezeit gesprochen und Sie haben gemeint, ich hätte länger gesprochen. Ich glaube das gar nicht, weil Sie eben sehr langsam sprechen. Für mich ist es angenehm, weil ich Ihnen da gut zuhören kann, wissen Sie? Aber trotzdem, das hat doch alles keinen Sinn. Das ist doch völlig sinnlos. Wir können uns wechselseitig Postings vorwerfen. Und Sie haben doch gesagt, wer das dann Land liebt, spaltet es nicht. Ja? Dann gehen wir auf ein wichtiges Thema. Wer das Thema, Land liebt, spaltet es nicht. Die Rolle Österreichs in der Europäischen Union und in Europa. Ja, das haben wir doch schon besprochen. Nein, heute nicht. Nicht? Nein, heute nicht. Wir haben doch gerade es darüber gibt gesprochen Vorschläge. Vorher. Und ja, ist schon bitte, das sind ja Details. Wir wollen darüber reden, ob die Freiheitliche Partei ihre Vorschläge revidiert, aus der Union auszutreten. Gut, dann darf ich Ihnen das berichten. Aus dem Euro auszutreten, dass Sie mitfahren wollen zu Sitzungen des Europäischen Rates. Das ist seit 20 Jahren ausdiskutiert und ausjudiziert. Ja. Dann darf ich Ihnen das berichten. Trotzdem wollen Sie das tun. Darf ich? Dergleichen Dinge. Darf ich berichten, meine Einstellung? Ich glaube, dass sich die Europäische Union nicht zu einem Zentralstaat entwickeln soll, so wie Sie das vorschlagen. Sie haben auch in Ihrem Papier festgeschrieben, dass Sie eine europäische Wirtschaftsregierung sich wünschen. Ich habe das mit, ich habe das für sehr interessant gefunden, wo das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft werden soll. Da bin ich überhaupt nicht dafür, weil wenn das Einstimmigkeitsprinzip abgeschafft wird, dann haben wir gar keine Möglichkeit mehr, zum Beispiel über TTIP abzustimmen. Und den Österreichern ist er versprochen worden. Wir sind ein kleines Land. Wenn wir der Europäischen Union beitreten, gibt es die Einstimmigkeit. Und wir können nicht überstimmt werden.
Ich glaube, dass die Europäische Union dann Zukunft hat, wenn wir keine Vereinigten Staaten von Europa werden, sondern wir starke Mitgliedsländer haben, wo wir eine Subsidiarität haben. Wir haben jetzt zum Beispiel keine Möglichkeiten, über die Sicherheit von Kernkraftwerken zu sprechen. Es gibt keine verbindlichen Sicherheitsstandards für Kernkraftwerke in Europa. Es gibt aber eine Traktorsitzverordnung und die Duschköpfe werden normiert. Das heißt, die Union muss sich bei gemeinsamen Themen mit den großen Fragen beschäftigen. Also das, glaube ich, ist die positive Zukunft für Europa. Und was Europa wirklich zerstören wird, ist, wenn die Türkei Mitglied der Europäischen Union wird. Da haben Sie gesagt, Sie wollen mit der Türkei verhandeln. Das ist, ist der richtige Weg und das ist gut so. Ich glaube, dass es unfair ist. Denn nur wenn man will, dass die Türkei Mitglied der Europäischen Union wird, soll man mit der Türkei verhandeln. Wenn man aber Verhandlungen führt und nur Scheinverhandlungen führt, dann wird das Verhältnis zur Türkei ein schlechteres werden. Und man sieht es auch bei diesem Deal, den wir jetzt haben. Leider. Ja? Diesen Deal mit der Türkei zur Bekämpfung der Flüchtlingsproblematik. Der Druck wird immer größer. Die Türkei sagt, wenn ihr nicht das tut, was wir wollen, dann schicken wir euch die Menschen. Dann machen wir dieses oder jenes. Und ich glaube, das ist der falsche Weg. Also das unterscheidet uns. Ich möchte ein föderales Europa und das ist nicht zerstörend. Das ist der richtige Weg. Und Sie wollen diese Vereinigten Staaten von Europa, wo wir dann nur mehr ein Bundesland sind und Sie vielleicht Landeshauptmann werden könnten und nicht Präsident. Okay, sind Sie fertig? Bitte. Für Sie beschränkt sich die Europäische Union auf Traktorsitze. Für mich ist das das wichtigste friedenspolitische Projekt. Ich habe das Gegenteil gesagt. Dass es Darauf sollten wir stolz sein. Für mich ist die Europäische Union unter anderem eine Institution, die es kleinen Staaten, so wie Österreich, aber klein sind in Europa alle Staaten im Weltmaßstab. Ja. Ja, im Weltmaßstab, ja. Im Weltmaßstab. Aber wirtschaftlich stark zum Teil. Ja. Deswegen können sie sich gegen wirklich große Mächte, sei es territorial, sei es ökonomisch, sei es von der Bevölkerungszahl, nur behaupten, wenn sie ihre Interessen bündeln. Diese transnationale politische Kooperation ist extrem wichtig, gerade für kleine Staaten. Und dafür ist die Europäische Union bei aller ihrer Unvollkommenheit im Detail da. Mich beschäftigt nicht die Traktorsitzverordnung. Das sollte uns auch nicht beschäftigen. Das ist ein Detail am Rande. Mich beschäftigt die Situation, die akute Situation in Europa, dass wir zunehmend beschlussunfähig und handlungsunfähig werden. Und wenn Sie das ignorieren, dann zerrinnt uns dieses zugegeben komplexe Gebilde unter den Fingern. Und das würde in Österreich, wenn Sie alles andere nicht interessiert, wenn Sie die europapolitische Perspektive nicht interessiert, das würde für Österreich einen enormen wirtschaftlichen Schaden bedeuten. Wissen Sie, dass 80% der Exporte Österreichs in Länder Europas gehen? Wissen Sie, was es bedeuten würde, wenn, wie Sie vorgeschlagen haben, wann war das noch, Strache im Sommergespräch 2014, den Austritt aus dem Euro ernsthaft zu überlegen? Ich weiß nicht, ob Strache bewusst war, dass man aus dem Euro gar nicht austreten kann, ohne aus der Union auszutreten. Aber der Unionsaustritt ist ja auch bei Ihnen kein Tabu. Leitantrag zum Bundesparteitag im Dezember 2013. Das würde enormen Schaden für Österreich bewirken, wirtschaftlich. Sie müssen ihn ganz vorlesen. Und das würde einen Verlust an Arbeitsplätzen bedeuten, der sich gewaschen hat. Wenn wir den Euro aufgeben und so wie früher uns an die D-Mark anschließen, würde das mit Sicherheit unter den gegenwärtigen Umständen eine Aufwertung bedeuten. Nee, es gibt ja gar keine D-Mark, das geht ja so gar nicht. Ja. Wenn der Euroraum zerfällt, wenn die EU zerfällt, dann wird es die alten Währungen wieder geben. Ja, dann muss man sowieso was anderes machen. Das wird für den Tourismus einen enormen Schaden bedeuten. Ich sage das ungern, ich meine, ich habe halt Wirtschaft studiert, aber der Tourismus reagiert auf kleine Aufwertungen sehr empfindlich. Herr Doktor, wenn es nur 5% sind, 10% oder 30%. Sie haben nie in der Wirtschaft gearbeitet, Sie haben immer nur unterrichtet. Ja. Wissen Sie, Sie sagen, das kostet alles so viel. Dann kostet das Arbeitsplätze und wiegeln Sie das nicht ab, dann gibt es nichts zu lachen. Ich will nur sagen, Problem ist aus meiner Sicht. Das Problem ist, dass wir die Verträge nicht ernst nehmen. Die Europäische Union muss auch die eigenen Verträge ernst nehmen. Das ist für mich einmal
der Vertrag von Maastricht, den wir selbst nicht ernst genommen haben, Verschuldungskriterien. Jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich hängt von der Außenwirtschaft ab. Aber wir müssen die Verträge ernst nehmen. Der Vertrag von Schengen, natürlich kostet uns auch viel Geld. Die Menschen, die an diesen Arbeitsplätzen hängen, die nehmen Sie nicht ernst? Ich versuche die ganze Zeit für Sie. Und ich will gerade eine Antwort darauf geben. Für das Thema Arbeitsmarkt. Ich will eine Antwort darauf, Herr Dr. van der Bellen. Ich will eine Arbeitsplätze. Mhm. Gerade eine Partei wie die Grünen, die nur für Steuerhöhungen eintritt und die Autofahrer belasten. Deswegen sind wir in fünf Landesregierungen vertreten. Sie sprechen von Steuern. Ja? Sie sagen, Sie kommen aus der Wirtschaft, Herr Dr. van der Bellen. Sie haben immer über Wirtschaft gesprochen, aber Sie haben nie auch irgendwo in der Wirtschaft gearbeitet. Nie gehört? Mein Gott, so oberlehrerhaft, Herr Dr. van der Bellen. Das können Sie. Jetzt kommt der wieder. Jetzt kommt der schon. Darf ich das kurz sagen, was ich vorher sagen wollte? Wenn es kurz ist. Wenn es lang ist, nicht? Wenn es lang ist, nicht, weil ich glaube, ich bin dran. Ja, aber wissen Sie, da muss ich wieder schneller reden, damit es ankommt. Bitte. Also, wir müssen die Verträge einhalten. Die Europäische Union hat uns versprochen, baut doch die Grenzen ab. Es gibt einen Vertrag von Schengen, die Außengrenzen werden gesichert. Ja, die Außengrenzen wurden nicht gesichert. Jetzt haben wir Flüchtlingskosten von 2 Milliarden Euro in Österreich. Das ist auch viel Geld. Während das Pflegegeld nicht erhöht wird, beispielsweise. Ja? Genau in diesem Bereich kein Geld vorhanden ist. 2 Milliarden Euro zahlen wir hier. Oder fragen Sie mal, wer sind denn die wirklich armen Leute in Österreich? Das sind vor allem alleinerziehende Frauen. Erstens alleinerziehende Frauen, aber auch Männer, die Unterhalt zahlen. Sie sprechen immer nur von der Homo-Ehe. Ja, Homo-Ehe hin, bei jeder Diskussion gibt es die Homo-Ehe. Aber keiner spricht über die Menschen, die in Österreich eine normale Ehe führen, oder über die Geschiedenen. Wie geht es denn denen? Ja? 2 Milliarden Euro geben wir aus. Das kostet uns der Bereich der Flüchtlingskrise. Für die alleinerziehenden Mütter, für jene Männer, die Unterhalt zahlen, die auch nicht mehr wissen, wie sie weitermachen können, gibt es keine Unterstützung. Und das ist auch etwas, was man bedenken muss, weil ich weiß schon, dass die Europäische Union wichtig ist, mir auch. Aber wir müssen die Verträge einhalten. Wir müssen doch die Verträge einhalten. Ja. Schengen, Dublin, Maastricht. Warum wurden diese Verträge nicht eingehalten, Herr? Werden schon eingehalten. Professor. Werden schon eingehalten. Ach so, wann denn? Ein kleiner Hinweis. Wann denn? Die 2 Milliarden für die Flüchtlinge. Wann werden die Verträge eingehalten? Sie sagen nicht persönlich. Ja, der Herr Bröll, Ihr Unterstützer, der ohne Notverstaatlicht hat. Der Herr Landesjägermeister, der Sie unterstützt. Dabei sind die Grünen immer gegen Waffen. Dann kommt der Herr Landesjägermeister und sagt: Ein Jagdgewehr ist keine Waffe in dem Sinn. Bitte? Geht bitte, Herrn Sauer. Ein Jagdgewehr ist keine Waffe. Ich habe nur darauf hingewiesen, dass mit den Kosten Ihrer Hypo in Kärnten ein Jagdgewehr ist keine Waffe. Die freiheitliche Regierung in Kärnten jetzt sind wir wieder dort. Erzeugt. Ja, mit denen könnte man 10 Jahre Flüchtlinge sozusagen durch. Ja, genau. Ja. 9 Jahre von mir aus. Ja, das könnte man. Und der Herr Bröll, der die Bank ohne Not verstaatlicht hat, hat damals bewiesen, dass es nicht kann. Sie mal den Herrn Kogler. Wissen Sie, was der Herr Kogler sagt? Der Herr Kogler. Ach so? Ja. Haben Sie schon mal in der Wirtschaft gearbeitet, Herr van der Bellen? Nichts. Wie lange haben Sie in der Wirtschaft gearbeitet? Was hat das denn mit zu tun? Ich würde es gerne wissen. Wie lange haben Sie in der Wirtschaft gearbeitet? Ich kann Auto fahren, aber ich habe noch nie ein Auto repariert. Ah, Sie haben noch nie in der Wirtschaft gearbeitet. Gut, in Ordnung. Also, der Herr Kogler, den fragen Sie mal in Grünen. Wie lange haben Sie an Universitäten gearbeitet? Könnte ich genauso fragen. Ich habe 30 Jahre an Forschungsinstituten gearbeitet. Sie? Wie lange? Nein, also ich verstehe nichts von Wirtschaft, haben Sie gesagt. Sie verstehen was vom Flugzeugbau, das glaube ich Ihnen gern. Ich habe in der Wirtschaft gearbeitet. Aber von Wirtschaft verstehe ich was. Sie haben keinen Tag in der Wirtschaft gearbeitet. Sie haben immer nur darüber gesprochen. Also der Herr Kogler, der ist für Sie im Urschuss. Ja? Der sagt immer, man kann den Freiheitlichen da nicht so die Schuld geben. Die Verstaatlichung ohne Not hat den großen Schaden verursacht. Und wissen Sie, wer das gemacht hat? Der Herr Bröll, der in Ihren Unterstützungskomitee ist. Der Herr Kogler wird das sicherlich bestätigen können. Nein, ganz sicher nicht. Sicher? Weil dass diese Bank in Konkurs geschickt wurde, das ist Ihr Verdienst. Na, was war denn das? Eine Überschuldung, Sonder. Was ist denn Konkurs? Wie sind denn die 18 Milliarden oder was uns das kostet denn schon? Was ist Konkurs? Alles aufgrund der Verstaatlichung, machen Sie sich nicht lächerlich. Der Schaden ist schon vorher entstanden. Wie viele Betrüger in Kroatien sind von dieser Bank durchgeführt worden? Wer sitzt im Gefängnis? Ja. Ein Schwarzer. Ein Schwarzer sitzt im Gefängnis. Andere nicht, andere auch noch dabei. Bei der Bank? Ja. Wie heißt denn der? Das war ein Schwarzer Landespartei, ob man der im Gefängnis sitzt. Ja. Also nicht immer so pauschal verurteilen. Nein, so pauschal verurteilen und immer so. Na. Ja.
Herr Hofer, Sie würden heute noch mit Nein stimmen. Stimmt's? Unter anderen Voraussetzungen. Wollen Sie eine Antwort von mir? Sie haben damals mit Nein gestimmt. Wollen Sie eine Antwort von mir? Sie würden heute mit Nein stimmen. Wollen Sie das haben Antwort Sie schon dreimal gesagt. Wollen Sie eine Antwort von mir? Ich habe gar nichts gefragt. Ich habe nur festgestellt. Sie würden mit Nein stimmen. Herr Dr. Sie lehnen ein vereintes Europa ab. Nein, das ist nicht wahr, Herr Dr. Van der Bellen. Wenn Österreich heute nicht Mitglied der Europäischen Union wäre, heute, dann müsste es beitreten. Ja, dann hätten wir wahrscheinlich ähnliche bilaterale Verträge mit der Union wie die Schweiz. Mhm. Dann stellt sich eine völlig andere Frage. Eine völlig andere Frage. Wissen Sie, was und die Sie Schweizer wollen die Vereinigten Staaten. Das ist ein ganz anderes. Ja, der Schweiz geht es ganz fürchterlich, ich weiß eh. Ja. Und Sie wollen die Vereinigten Staaten von Europa unter Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips. Dann können wir über TTIP gar nicht mehr abstimmen. Das Einstimmigkeitsprinzip ist in vielen Bereichen abgeschafft, ist Ihnen das entgangen? Sie wollen es im Wirtschaftsbereich abschaffen. Und nur so kann man Beschlüsse überhaupt finden. Im Wirtschaftsbereich wollen Sie es abschaffen. Und kann man handlungsfähig werden? Herr Dr. Van der Bellen, im Wirtschaftsbereich wollen Sie es abschaffen. Wenn Sie im Parlament. Das ist ein österreichischen Parlament Einstimmigkeit ein verlangen würden, würde nie ein Beschluss zustande kommen. Das versteht ja Herr jeder. Herr Dr. Van der Bellen, Sie wollen im Wirtschaftsbereich die Einstimmigkeit abschaffen. Und Sie sagen gleichzeitig... Nicht ich allein. Ja, aber Sie wollen es auch. Ernstzunehmende europäische Politiker. Ernstzunehmende europäische Politiker. Juncker will, Schulz will es auch. Wir werden schon unsere Vetorechte in bestimmten Bereichen behalten, aber beschlussfähig, handlungsfähig muss die Union werden. Aber war die Union bisher nicht handlungsfähig? In den letzten Jahren. Und daher wollen Sie? Immer weniger. Es sollen nur alle Österreicher wissen, Van der Bellen will das Einstimmigkeitsprinzip im Wirtschaftsbereich abschaffen. Die Wähler und Wählerinnen sollen nur wissen, dass sie von der Union, der Wichtigkeit der Union, der friedenspolitischen, der machtpolitischen, dem wirtschaftspolitischen Sinn Europas gar nichts verstehen. Die Wähler gar nichts. Verstehen nichts davon. Ich habe gesagt, die Wähler sollen wissen, dass Sie gar nichts davon verstehen. Sie sind immer so untergriffig, Herr Van der Bellen. Ich bin untergriffig. Na sicher. Das ist rührend. Na sicher. Rührend ist es, Herr Hofer. Oh, das jeder, Sie der diese Sendung mitverfolgt hat, wird sich sein Bild, sein das hoffe Ihr ich. Bild. Das hoffe ich. Das hoffe ich, das hoffe ich sehr. Weil was Sie, das Amtsverständnis betrifft, was das Ansehen Österreichs in der Welt betrifft, Sie wären oder ich wäre das Gesicht Österreichs nach außen als Vertreter der Republik in wichtigen Angelegenheiten. Darüber muss sich wirklich jeder ein Bild machen. Mhm. Ich sage nicht, dass ich ein Musterknabe bin oder die Weisheit mit Löffeln gegessen habe. Aber dass ich es besser kann als Sie, davon bin ich allerdings überzeugt. Das ist ein Unterschied auch im Wahlkampf. Ich habe einfach festgestellt, dass Sie immer über mich reden. Ja? Also man hört nie, ich würde das so oder so machen. Nein, immer der Herr Norbert Hofer würde das ganz, ganz schlecht machen. Das versuche ich immer wieder. Der große Unterschied zwischen uns beiden ist ja der. Das ist ganz schwierig. Der große Unterschied ist ja der. Ja, jetzt kommt's. Ja, das kommt. Ja? Ja. Dass das ich immer einer sein werde, der auf Österreich schaut. Und das werden Sie nicht sein. Sie werden Ihren Freunden verpflichtend sein, dem Herrn Juncker, dem Herrn Schulz, auch dieser Hot Volley, der ehemaligen ÖVP-Größen, die die ÖVP an die Wand gefahren haben. Das ist Ihr Netzwerk dann in der Hofburg, genau diese Leute. Das ist eine Schweinerei, was Sie da machen. Nicht keine Schimpfwörter, bitte. 3000 Unterstützer, bitte. Von denen manche schon geleistet haben, Enormes im Leben. Andere sich abrackern. Und die 1,5 Millionen Wähler, die haben nichts geleistet. Bürokaufleute und so weiter. Die der Herr Bröll ist ein Bürokaufmann. Und der Herr Busseck. Sie mir jetzt nicht zugehört. Von wem habe ich es gesprochen? Es gibt berühmte Menschen in meinem Personenkomitee und bei meinen Unterstützern. Und es gibt gar nicht berühmte, die sich im Büro als Handwerker irgendwo irgendwie durchkommen. Mhm. Ja, das sind meine Unterstützer. Mhm. Aber dass Sie alle diese Leute als Haute-Volée heruntermachen, auf gut Deutsch Schikaria. Mhm. Das bezeichne ich als Schweinerei. Aber Sie sind ein Kandidat der Schikaria, Herr Van der Bellen. Das ist der große Unterschied. Was ich bin ein Kandidat der Menschen. Das ist der ganz, ganz große Unterschied. Ja. Meine Unterstützer sind alle keine Nassar, Menschen. Die Frau Rauch-Kallert, der Herr Bröll, der Herr Busse, der die internationale gesungen hat. Und Sie wollen für den Zusammenhalt in Österreich arbeiten, wenn alle diese Menschen... Ich behaupte, das sind Menschen, Sie bestreiten das. Wer sagt denn, dass ich das bestreite? Das sind auch Menschen. Bei mir sind die Schikaria, aber es ist bei die Ihnen sind die Menschen. Es ist die Schikaria. Ja, machen Sie das nicht. Es ist die Schikaria. Ich weiß, das hören Sie nicht gern. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen mir und Ihnen. Sie brauchen unbedingt diese Unterstützer, diese berühmten Namen, Bröll, Rauch-Kallert, Busseck, Molterer war auch noch dabei. Der Molterer war auch noch dabei. Genau. Die SPÖler haben Sie ich habe mir die Postings auf der Presse angesehen, die wirklich Bürgerlichen sind empört. Herr Busseck hat die Internationale gesungen. Ja.
hätte Kunst, von der ÖVP schon ausgeschlossen werden sollen. Ich bin stolz sollen. Darauf, so viele ich. Menschen aus Kunst und Kultur, aus der Wissenschaft, ja, und ja, auch ja. aus der früheren Politik, mhm. bei Lauter mir zu haben als Unterstützer, Feimann. Arbeiter, Handwerker, Polizisten, mhm. Menschen von der MA48, ja. darauf bin ich und wirklich ich stolz. Ich werde für die wirklich. Österreicher da sein, und das ist ich. Der große Unterschied. Ich werde ein Präsident für die Österreicher sein und nicht der Präsident der Schikaria.